Es gibt neue Informationen zu Dragon Ball FighterZ und auch wenn ich selbst gerade eine kleine Pause von dem Spiel mache, was wir in dem Video auch besprechen werden, gibt es einen Leak, in Anführungsstrichen, durch die V-Jump-Scans von dem kommenden DLC-Charakter und das ist Super Baby Vegeta 2 und ich muss sagen, ich freue mich sehr auf den Charakter von dem, was wir bis jetzt wissen und genau das besprechen wir im heutigen Video. Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Dragon Ball FighterZ. Und ja, es gab jetzt eine ganze Weile keine FighterZ Videos bei mir auf dem Kanal. Das liegt nicht daran, dass ich das Spiel nicht mag, sondern aktuell, dass ich mir selber eine Pause von dem Spiel gönne. Ich habe ungefähr jetzt 2 Monate nicht gespielt und nach Muten Roshi war bei mir so eine kleine Flaute, wo ich nicht genau wusste, wohin geht die Reise. Und ich wollte wieder von vorne anfangen, um meine Basics wieder etwas aufzubessern und dachte mir, warum nicht eine kleine Pause machen, gerade weil ich auch relativ viel um die Ohren hatte Richtung Ende des Jahres mit dem Haus, auch mit Genshin Impact, aber auch andere Sachen. Und gerade die jetzige Ankündigung des kommenden DLC-Charakters ist genau der Grund, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist der perfekte Zeitpunkt, wenn er rauskommt, um wieder ins Spiel einzusteigen. Für diejenigen von euch, die es nicht wissen, ist es schon gang und gäbe, dass der V-Jump oder das V-Jump-Magazin aus Japan diese Charaktere vorab leakt, was ein bisschen schade ist, denn er wird offiziell angekündigt morgen während der Japan World Tour Finals eigentlich und es ist am 20. Dezember und ich werde mir die wahrscheinlich auch so nebenbei ein bisschen angucken. Dort werden wir auf jeden Fall einen Trailer bekommen. Durch den V-Jump oder durch die V-Jump-Scans wissen wir aber schon, was auf uns zukommt. Und das ist Super Baby Vegeta 2. Von vornherein, ich finde es sehr cool, dass die diesen Charakter reinbringen. Denn eigentlich gab es fast jede Season, ich sage auch nur fast, ein Vegeta und ein Goku-Charakter. In dieser Season 3, die schon ewig lang ist, denn ich musste selber darüber nachdenken, Kefla ist im Februar rausgekommen und das kommt mir vor wie viel, viel länger her. Naja, auf jeden Fall, in dieser Season haben wir sehr wenig Charaktere bis jetzt bekommen. Die Charaktere sollten insgesamt sowieso nur 5 sein und wir haben bis jetzt nur 3 von diesen 5 bekommen. Und das ist Kefla, Ui Goku und Muten Roshi. Und Super Baby Vegeta 2 bricht ein bisschen diesen Tournament of Power Vibe und bringt jetzt einen GT-Charakter rein, weswegen ich persönlich davon ausgehe, dass der letzte Charakter sehr wahrscheinlich Omega Shenron sein wird. Dazu gab es ja auch schon ein bisschen Dataminer, die was gefunden hatten und ähnliches. Aber, dass wir Super Baby Vegeta 2 bekommen, finde ich sehr cool. Zum einen ist es ein neuer, anderer Vegeta. Ein Majin Vegeta hätte ich auch genommen, aber was soll's. Und es ist ein Charakter aus GT, der mir persönlich gut gefällt. Die haben nicht das Beste daraus gemacht, aber es ist einer von den Gegnern aus GT, die ich immer noch am coolsten finde. Und er hat auch ein paar sehr, sehr coole Eigenheiten. Und diese haben die Leute von Dragon Ball FighterZ mal wieder extrem gut, von dem nach, was wir lesen können, in seinen Fähigkeiten auch umsetzen können. Wie gesagt, vorletzter Charakter aus dem Season Pass 3. Vielleicht kriegen wir morgen sogar einen Doppel-Release bzw. eine Doppelankündigung mit dem 5. und letzten Charakter, aber da gehe ich nicht von aus, denn ich gehe davon aus, dass Covid auch bei der Entwicklung der DLC-Charaktere ein bisschen dazwischen gefunkt hat. Aber was wissen wir aus den Leaks? Zum einen findet ihr in der Videobeschreibung 2 Twitter-Accounts. Zum einen den Account von DBS Hype, der immer wieder uns die HD-Scans bringt und zum anderen auch den Account von einem jungen Mann, der das Ganze auch netterweise übersetzt hat. Es ist auch sehr wichtig dabei zu wissen, es sind alles ein bisschen grobe Übersetzungen und gerade bei einem sehr wichtigen Punkt habe ich 2 Übersetzungen gefunden. Ich werde euch beide sagen, aber nur eine davon macht für mich persönlich Sinn. Also fangen wir erst einmal mit seinen Fähigkeiten an. Die interessanten Fähigkeiten, zum einen Darkness Spring Shot. Das ist eine Ki-Attacke, die er wohl auch aus der Luft abfeuern kann, wobei in den Scans sieht man sie nur in der Luft. Und das Interessante an dieser Ki-Attacke ist, sie kommt wieder, wenn sie den Gegner nicht trifft. Also erinnert mich das so ein bisschen an den Ki-Blast von Krillin, den er aus der Luft nochmal ein bisschen verspätet wiederkommen lassen kann, oder auch an den Ki-Blast von Muten Roshi, den er so ein bisschen als Boomerang nutzen kann. Das geht auf jeden Fall mit Baby Vegeta auch. Der zweite Skill, und das ist das, wo es 2 verschiedene Übersetzungen gibt, da dreht es sich um die Z-Assists. Die erste Übersetzung war, dass ihr die Assists, eure eigenen, noch nützen könnt, selbst wenn eure Charaktere K.O. sind. Und das wäre ein Mega-Ding, denn damit wäre Super Baby Vegeta 2 automatisch der beste Anker im Spiel. Anker, für diejenigen von euch, die neu in dem Spiel sind, ist der letzte Charakter, den ihr eigentlich als letztes auch am Leben halten möchtet, weil er gute Comeback-Mechaniken hat. Wer will denn bedenken, Super Baby Vegeta 2 ist der letzte Charakter, bekommt Limit Break, zusätzlichen Schaden, hat vielleicht Sparking noch und kann trotzdem noch die Assists nutzen, auch wenn die schon tot sind. Das macht ihn einfach automatisch zu dem besten Anker des Spiels. Es gibt aber eine zweite Übersetzung, die meiner Meinung nach mehr Sinn macht und die sagt aus, dass ihr die Z-Assists von den gefallenen Gegnern nutzen könnt. Bedeutet, wenn euer Gegner zum Beispiel Super Saiyajin Goku, Vegeta und Trunks hat und ihr kämpft nur noch gegen Super Saiyajin Goku und Vegeta und Trunks bei ihm sind down, könntet ihr seine Z-Assists nutzen. Ich frage mich aber nur, wie das Ganze mechanisch tatsächlich funktionieren soll.
wenn es die eigenen sind, macht es natürlich Sinn, weil ihr könnt einfach nur L1 und L2 drücken oder die jeweiligen Assist-Tasten. Aber wenn es die vom Gegner sind, ja, was ist, wenn eure noch am Leben sind? Habt ihr dann Zugang zu 4 Assists? Je nachdem, wie es ist, ist es eigentlich egal, weil es eine ziemlich overpowered Mechanik ist, die ich sehr cool finde. Das zeigt nochmal, dass die Entwickler von Dragon Ball FighterZ sich nicht an den ersten Charakteren immer handelten, sondern sich gedacht haben, wir wollen ein bisschen was anderes machen, wir wollen jeden Charakter einzigartig machen. Und allein mit dieser Mechanik, finde ich, ist Super Baby Vegeta 2 unglaublich einzigartig. Dann haben wir noch den Full Power Energy Wave. Von den Scans her sieht es für mich wie eine Standard Level 1 aus, die auch nach unten gerichtet werden kann, was sehr cool wäre. Bedeutet, ihr könnt sie wahrscheinlich am Boden machen, aber auch in der Luft. Und dann könnt ihr halt in der Luft sagen, okay, ich möchte sie aber nach unten abfeuern. Dann gibt es den Revenge Death Ball, also die Genki-Dama von Super Baby Vegeta eigentlich, die er gegen Super Saiyan 3 Kid Goku damals benutzt hat. Sieht von der cinematischen Scan ein bisschen aus wie eine Level 3, könnte aber auch nur eine zweite Level 1 sein oder seine erste Level 3, denn er hat auch eine zweite oder eine einzigartige Level 3 und das ist die Giant Ape Attack. Er wird zu dem Golden Osaru und greift euch an und das kennen wir, denn es ist ein bisschen ähnlich wie bei der DBS Broly Level 3. Das ist nur eine cinematische Attacke, ihr werdet nicht in dieser Form bleiben. Ist natürlich ein bisschen schade, würde das Spiel aber noch kaputter machen, als es schon ist und Super Baby Vegeta 2 wahrscheinlich unglaublich overpowered machen. Im Großen und Ganzen, von dem, was ich bis jetzt gehört habe, finde ich, klingt dieser Charakter sehr interessant. Es bleibt abzuwarten, was kann er sonst noch? Wie sind seine normalen Attacken? Hat er noch ein paar Sachen, die hier in den Scans nicht dabei sind? Hat er einen tieftreffenden 2L? Wie sieht sein Mix-Up aus und ähnliches? Aber allein diese Mechanik mit den Z-Assists, egal ob es eure eigenen oder die vom Gegner sind, die ist schon ziemlich krass und ich glaube, das wird ihm zu einem super interessanten Charakter machen und ich persönlich, mir gefällt auch der Style. Ich finde, Super Baby Vegeta 2 ist mal ein anderer Charakter, auch vom Aussehen her und ich finde, der passt sehr, sehr gut in Dragon Ball FighterZ und freue mich sehr darauf, wenn er rauskommt. Wir wissen nicht, wann er rauskommt, ich hoffe aber, dass das Ganze morgen bei der Japan World Tour, also bei den Finalen, angekündigt wird, zusammen mit dem Trailer. Ihr könnt das Ganze auf twitch.tv, ich glaube Dragon Ball FighterZ, verfolgen oder guckt bei Lotus Asakura oder Dotodoya einfach raus, weil ich glaube, die streamen das Ganze auch immer ein bisschen parallel. Dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die wohl auch noch kommen werden. 6 Millionen Verkäufe weltweit für Dragon Ball FighterZ, was eine unglaublich hohe Zahl ist für ein Kampfspiel und für ein Dragon Ball Spiel. Dafür werden wir für Gogeta Blue und Vegeta wohl neue Avatarfarben oder neue grundsätzliche Farben bekommen und werden auch noch ein Super Saiyan Bardock Lobby Avatar neues bekommen, was nice to have ist, kann man wahrscheinlich einfach mit Zenny freischalten. Die Veröffentlichung, wie gesagt, werden wir wahrscheinlich morgen angekündigt bekommen. Ich gehe davon aus, dass der Charakter irgendwann Mitte Januar erst rauskommt. Ich würde mich sehr freuen, wenn sie es schaffen, zwei Charaktere schnell hintereinander rauszubekommen, denn eigentlich ist im Februar die Season vorbei und uns fehlt noch ein Charakter. Und wie gesagt, ich persönlich glaube, es wird Omega Shenron. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf eure Kommentare und Meinungen. Schreibt gerne unten rein, was ihr von Super Baby Vegeta 2 haltet und ob ihr sagt, ja, das ist ein richtig cooler Charakter und ihr freut euch drauf. Oder ob ihr sagt, nee, interessiert euch überhaupt nicht und ihr hättet lieber wahrscheinlich Raditz oder Farmer with a Shotgun gehabt. In diesem Sinne könnt ihr euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder einen von meinen Playlists anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.